Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dungeon Defenders, wo ich wieder nicht allein spiele, sondern mit dem Joker! Way! Oh, okay. Ja, die Party hätte lief besser ab als bei der Probe. Wunderschön. Und wir spielen hier natürlich direkt die nächste Mission, die dritte, nämlich wieder in Mittel ohne Hardcore-Modus und starten das Ganze einfach sofort im Ladebildschirm. Und jetzt marschieren die beiden Dosen wieder gegen die Horden der irgendwas im Magusquartieren. Sowas. Genau. So. Stimmt, ich bin das Schöne lernen. Hierbei ist, wir haben drei Aufgänge, die man relativ gut verteidigen kann. Gut zu zweit passt das nicht hundertprozentig, aber es ist besser als nichts. Das ist schön. Ja. Mittlerweile sagst du so viel, dass ich fast nichts mehr sagen muss. Das ist unglaublich. Ja, erklärst alles. Ich meine, du kannst auch gerne was machen. Was? Das Wort ab. Was? Du warst gerade ein bisschen gezuckelt. Ich war gezuckelt, okay. Ah, nee, ist ja in Ordnung. Ich habe kein Problem, wenn du das erklärst, dann muss ich weniger sagen. Ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, Hauptsache einer redet. Ist ja nicht, Hauptsache nicht, irgendwer labert. Ne? Genau, Hauptsache irgendjemand labert. Muss nicht immer beide durchgängig reden. Ah, okay. Alles bestimmt auch lustig, aber... Nein, halt, abbrechen. Also ich stelle hier Bouncer hin. Die Schleudern, die haben wir ja schon... Ja, die kennen wir ja jetzt schon. Was ist das jetzt, Elektro, ne? Ich habe Elektro, blaue, ja. Ne? Das heißt, ich stehe da so drin und mache... Ach, das war das Problem mit dem Ork vorhin. Der hatte Blitzimmunität und konnte... Ah, deswegen ist er durchmarschiert einfach. Der kriegt einfach keinen Schaden. Also dadurch, das blaue Teil kann er nicht durch... Ey, das blaue Teil macht gar nichts. Das fällt dich nur doch, auf. Doch, merkst du es nicht? Ah, es britzelt. Ja, also zuckelt drin total. Ich habe gebaut. Ich könnte starten. Ich auch. Für mich kann es losgehen. Also auf die Position. Los geht's. Way. Mögen sie kommen. Sie sollen sterben. Über 300, ne? Ich frage mich gerade, wenn ich laut flüster. Normalerweise hört man das ja ziemlich gut in der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil ich das Mikrofon ja nicht vor mir stehen habe. Direkt. Oh. Ja, gut. Müsste ich mal testen einfach. Nun gut. Oh, hier draußen blitzt. Blitz und cool. Donner. Blitzt. Bei uns war auch eben ein Blitz, meine ich. Da hängt ein Ork. Der ist gerade tot. Okay. Von dann gegangen. Er ist von uns gegangen. Wir werden ihm eine Abschieds irgendwas machen. Kein Grab. Einfach in die Lava schmeißen. Ja. So wie mit dem Dienerstaub, ne? Mhm. Bei Hearthstone. Der wird einfach nur zusammengefegt. Mir fällt gerade auf, was man eigentlich das Klicken ganz schön gut hören müsste. Ich meine, hier lösen die sich immer auf, das ist irgendwie auch seltsam, ne? Ja, wenigstens hey, kippen sie erstmal um. Hast du mal Left 4 Dead 2 auf, was ist mal, zensiert gespielt? Ja, habe ich gespielt. Du schießt die Zombies ab und sie lösen sich einfach vor deiner Nase in Luft auf. Ja. Das ist so merkwürdig. Du stehst da und denkst so, ey, was ist jetzt passiert? Habe ich, einen Bug gefunden? Passiert, ne? Ich habe echt erst mal gedacht, habe ich einen Bug gefunden? Was ist jetzt passiert? Bis mir das aufgefallen ist, ja, das ist zensiert. Wobei, ich muss zugeben, ich habe ja bei Left 4 Dead den Blutfaktor runtergedreht, weil ich nichts mehr gesehen habe. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Du verstehst mich ganz schlecht. Ja. Jetzt besser? Ja, jetzt besser. Okay. Also, was ich gerade... Also die anderen haben es schon gehört, du hörst es jetzt auch nochmal. Also ich habe bei Left 4 Dead irgendwann den Blutfaktor etwas runtergedreht, weil ich nichts mehr gesehen habe bei dem ganzen Gekämpfe. Es war einfach nicht mehr spielbar. Okay, das was man... Sollte man im Hintergrund einen Grummel hören, das ist nicht mein Magen, das ist das Gewitter. Und jetzt fängt der Regen auch an. Yay! Ich glaube, das wird nicht so gut übertragen. Ich wäre soweit, wenn du... Ja, warte, ich brauche noch eine Balliste. Okay. Du zuckelst auch wieder ein bisschen durch die Gegend. Ja, so geil mit diesem... Halt, wie das so animiert ist, dass wenn man baut, so fand ich halt cool halt so. Und so. Start! Lautes Regnen draußen. Okay, gut, für mich kann's losgehen. Ich hab bereit. Und da kommen sie, die Horden der... Das sind Goblins und Orks, oder? Ja, und die Bogenschützen sind Kobolde oder sowas. Okay.
Eigentlich müsste man jetzt die Musik von Ghosts and Goblins einspielen. Ich meine, so einen wunderschönen Ohrwurm von haben. Die sehen schon fast so aus wie bei... Ups, was habe ich da gemacht? Sie sehen fast so aus wie bei was? Ich habe nichts verstanden. Ach, nichts. Nicht so richtig. Hast du noch einen Gegner? Ich sehe nämlich nichts. Da draußen geht die Welt unter, cool. Also hier ist mittlerweile wieder schönes Wetter und, also schön, es ist halt dunkel. Das ist wirklich schön, wenn du keine Sonne hast. Ne? Was? Redest du gerade? Ja, ich rede. Das Ja, ich rede kam an, der Rest weniger. Was ist mit deiner Verbindung heute los? Man hört die ganze Zeit zurückgesetzt. Man hört auch nur Gezuckel von dir. Man hört oder man sieht nur Gezuckel? Man hört. Man hört, das ist aber blöd. Ich höre sehr, sehr, sehr wenig von dir. So. Bei mir ist gerade bin ich hier so. Bitte? Bei mir ist ansonsten total flüssig, deswegen. Nee, flüssig würde ich es nicht nennen. Also jetzt gerade, aber in der Kampfszene wurde ich gerade die ganze Zeit zurückgesetzt. Dies ist äußerst doof. Oh, hier ist eine Minigun. So, aufwerten. Ja, Miniguns sind halt an sich cool, aber ich finde sie nicht so toll, weil das Tempo, was sie haben, ist nicht so viel höher als das von anderen Waffen. Aber der Schaden, den sie dadurch verlieren, ist halt extrem irgendwie. Und deswegen bin ich kein Fan von diesen Miniguns, aber ja. Ja. Übrigens, jetzt bist du ganz normal vom Ton her, man versteht dich wunderbar. Ja, prima. Das war wahrscheinlich gerade nur in der Hitze des Gefechts. Ja, kann sein. Hast du noch genug Mana für Ballista? Ja, ja, ich brauche noch zwei Ballista. Ja, ich habe gerade alles ausgegeben für Upgraden. Upgraden? Mhm. Ja, halt hier in der Mitte das Zeug. Mir fällt gerade ein, ist eigentlich dämlich, dass wir... Also ich habe ja links eine relativ starke Verteidigung. Ich weiß nicht, ob die wirklich stärker ist als deiner. Also ich glaube nicht. Weil in der Mitte kommt ja nachher der Ogre, oder? Ja, aber dann rennen wir da halt hin. Das wird schon. Starten? Okay, also ich habe noch 42. Oh, 42. Ich habe noch 42 Mana. Nicht einen. Kann man damit noch irgendwas anfangen? Nein. Wie bitte? Nein, ich habe einen Mana. Okay, dann bringt es nicht. Gut, dann kann es weitergehen. Nächste Welle: 107 Feinde. Mach mal mit links, ne? Beziehungsweise mit rechts. Ich bin Linkshänder. Ja, du, ne? Ja, stimmt schon, ne? Da muss man korrekt bleiben. Also, das geht sonst gar nicht. Haben wir einen guten Witz gerissen, ne? Unglaublich. Oh ja, die Ballista, die ist gut. Mir fällt gerade auf, dass eigentlich auch wirklich mehr Gegner an den Seiten kommen als in der Mitte. Ja, jetzt noch. Vielleicht kommen wir am Ende dann. Ja, aber durch den Ogre natürlich dann in der Mitte wieder mehr verstärkt, sozusagen. Hier ist eine fette Armbrust, die sieht ziemlich cool aus. Bei mir wird nichts grün angezeigt. Okay. Ich überlege gerade, ob ich hier in der Mitte das direkt schon mal weiter upgrade. Boah, nicht in die Lava, nicht in die Lava. Gerade konzentriere ich mich echt total krass, dass alles hier klappt. Weil ich versuche auch die ganze Zeit ohne das... Also ich kämpfe ja hier fast ohne die Verteidigungsanlagen. Also man muss schon sagen, Ja? Jetzt bin ich schon relativ stark gegen... Im Mittel. Hinten bei dir kommen sie an. Ich seh's. Aber in Mittel. Ja, also die Schwierigkeitsstufe ist ja mittel. Ich glaube, dafür sind wir zumindest jetzt am Anfang noch relativ stark. Also wir probieren es einfach mal so weiter. Ja, die Sache ist halt, je höher du den Schwierigkeitsgrad machst, desto mehr Erfahrungspunkte kriegst du natürlich auch. Ja, eben. Und es wird nicht, ja, wird schon was schwieriger, aber nicht unbedingt so viel. Oh ja, außer also man macht insane oder so. Das ja, wird ich halt, hart. Der Unterschied zwischen einfach und mittel, finde ich, ist echt wenig. Aber der Unterschied zwischen Mittel und Schwer ist ziemlich heftig manchmal. Das stimmt. Also, wenn ich überlege, das können wir dann später auch mal zeigen, weil das hat Tavano vielleicht noch nicht richtig erklärt, aber die Orks haben ja unterschiedliche Farben und was wir jetzt hier sehen, sind meistens grüne oder gelbe und die sind relativ schwach. Die wirklich starken, das sind die orangenen bzw. roten und die machen dann auch echt, die hauen rein.
Mhm. Aber die sind unangenehm. Ja, die Sache ist einfach, bestes Beispiel ist halt, dass ein Level, was wir, ich glaube, in 1 oder 2 haben, wo ein Endgegner kommt. Oder grundsätzlich, es gibt Level, wo Endgegner kommen. Und diese Level sind an sich, man baut seine Verteidigungsanlagen auf, alles klappt wunderbar. Und dann kommt der Endgegner und besiegt einen einfach. Der haut alles platt. Einfach so. Kannst man hat keine Chance Mana geben. Gut, dass du es sagst, sonst hätte ich sie gerade zum Reparieren benutzt. Bitteschön. Danke dir. Oh, das waren jetzt aber 6. Sehr gnädig von dir. Ja, ich dachte, ich bin mal großzügig. Ja, also, wirklich sehr liebenswürdig. Ab und zu mal muss das sein. Liebenswürzig. Liebenswürzig. Okay, warte mal. Na, egal. Achso, ich will vielleicht auch mal wieder nachladen. Grade, wir sind in der 5. Welle. Übrigens, bei mir blitzt anscheinend auch. Also ich habe zumindest gerade einen Blitz gesehen. Cool. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal hier in der Seite mehr verteidige, statt in der Mitte. Weil dann hat ein Bouncer was zu tun. Zumal ich den und die Balliste auf Stufe 2 geupgradet habe. Ja, genau. So. Ja, wir gucken einfach mal. Ich würde mal sagen, wir passen uns an, oder? Ja, ich bin bereit. Okay, gut. Ich finde es immer lustig, dass wir Bescheid sagen, wann die Pforten der Hölle sozusagen geöffnet werden, ne? Und wenn das siebte Siegel bricht, sozusagen. Das ist ja dann bei Insane zum Beispiel nicht so. Übrigens, können ja auch im Prinzip irgendwann noch nicht nur Insane, sondern auch noch hier noch stärker machen. Ja, es ist Legendary, Epic, keine Ahnung. Nightmare. Es ja, gibt ja, aber ich glaube, da lassen wir uns noch ein wenig Zeit. Es gibt ja für den Computer exklusiv einen weiteren Schwierigkeitsgrad. Wobei es gibt, glaube ich, für die Konsole auch einen Schwierigkeitsgrad, der heißt aber dann anders. Der Kristall wird angegriffen? Ja, ich bin schon da. Weil die war. Okay, gut. Weil aber die war eins vorbei. Ist ja jetzt, schon. Jetzt sind orangene Gegner dabei und die sind stärker als die davor. Ja, die normalen kleinen Goblins waren jetzt schon zwischendurch heftiger jetzt. Und ich upgrade noch ein bisschen was an der Seite. Ja, tu das. Ich hau mich hier so ein bisschen durch die Mannschaft! Wow! Nee, die laufen bei mir alle. Die laufen alle in meine Blitzdinger rein und wunderbar. Bleibst du wohl hier? Ich finde das immer so schön. Ich erwische immer noch welche sozusagen mit so einem Nebenschlitzer irgendwie und naja. Schlitz sie so auf. Was ich mich nur frage ist, ob ich nicht ein bisschen auf Leben gehen sollte. Weil ich wirklich nichts aushalte. Und da geht das Gewitter los. Sehr schön, bei uns gerade auch ordentlich. Na, solange es die Verbindung nicht stört. Ja, das ist ja meine Vermutung, dass es daran liegt irgendwie. Ja, momentan läuft's ja. Ja, das ist besser. Oh Mann, der rüttelt aber ordentlich rum, der Ork hier. Ich merke, das sind doch eine ganze Menge Gegner. Ich muss hier Verteidigungsanlagen reparieren oder upgraden, sonst. Ah, Bockviecher, nein, stirb, verdammt! Okay, der hat mich fast getötet. Oh. Die Teile nicht laufen, bitte. Das ist Bombenvieh, ist genau in mich reingerannt. Oh. Ich habe ein Problem, ich krieg meine Sachen nicht geupgradet während des Kampfes, weil wenn ich auf der anderen Seite der meiner Barriere stehe, schlagen die mich und wenn ich auf der Seite hier stehe, komme ich nicht dran. Soll ich dir helfen kommen? Nö, geht schon. Okay, gut. Ein bisschen Schrott. Meine Britzeldinger. Weil also die bei ja mir nicht ist noch gar nichts Schrott, deswegen. Nee, die halten ja so wenig bei mir aus. Das ist ja, liegt ja an dem Charakter, nicht an. Also an daran, dass ich auch nichts Mann da reingesetzt habe. Hier, ich habe gerade ein. Ja? Ich fange schon mal an abzugraden. Abzugraben? Überleben. Den letzten Ork, den übernehme ich noch kurz. Schaffst du schon, glaube ich. Und tot ist er. Ja! Yeah! So, wo kriege ich diese Mana her? Letzte Welle. Ich glaube, es kann schon ganz schön hart werden jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Weil also, es geht. Für dich nicht so, aber für mich ist das. Also meine Verteidigungsanlagen hier kriegen ordentlich was ab. Was ist nochmal direkt anlegen? Ausrüsten ist F. Mit ne? F. Ja. Okay. Jo. So. Gucken. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr auf Leben und Schaden für meine Türme gehen sollen. Soll ich noch irgendwo was hinbauen? Soll ich bei dir noch ein paar Türme hinbauen? Du kannst natürlich einfach hier hinter was bauen, aber zur Sicherheit, aber ansonsten. Ja, dann mache ich das mal. Ja, warte, ich grade nochmal kurz einen von den. Das Problem ist einfach nur, wie gesagt, dass diese Beams, die ich hier habe, anscheinend so viel an
hier Leben sozusagen auf Dauer einbüßen. Dass du die anderen reparieren musst, das ist doof. Ja, beziehungsweise upgraden habe ich jetzt. Aber das bringt, glaube ich, im Endeffekt auch nicht so viel. Ich habe jetzt noch 112 Mana, falls du noch was brauchst. Hast du die Truhen alle geknackt? Da liegt dann noch eine Truhe. Eine Truhe ist noch da, ja. Ich laufe gerade hin. Ich habe noch 125 Mana. Jetzt 152. Willst du noch irgendwas Spezielles upgraden? Ansonsten würde ich halt bei mir noch den einen Beam upgraden. Da ist der auch. Ich würde ehrlich gesagt bei dir noch eine Ballista oder so dahinter stellen, oder? Das geht natürlich auch. Dann mach das und dann mach ich die Ballista, die hier auf der Anhöhe steht. Repariere ich dann noch. Und irgendwo ist noch was für mich grün. Ah ja, da hinten. Okay. So. Ja, für mich auch. Ah ja, Stiefel. Ah, hätte ich mir eben schon. Ah, Leben plus 2. Wäre für mich natürlich interessant. Ja, aber mir minus 4, das ist nicht so geil. Willst du nicht haben? Ja. Nee, will ich nicht haben. Dann nehme ich. Wo ich ein paar mehr Leben. Genau hier eine Ballista hin noch, ne, okay? Ja. Oh, so. So, die Ballista in der Mitte hast du repariert? Die auf der Anhöhe meinst du ja. Hier in der Mitte, die hat ja fast keine Leben verloren. Habe ich gerade noch hier so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, bleib ich auf jeden Fall in der Mitte. Ja. Und ich verteidige die Seite und wenn da ein bisschen weniger und wenn es irgendwo Probleme gibt, dann holst du mich einfach und dann helfe ich dir, okay? Ja, mal gucken, ja. Okay, gut. Also es kann losgehen. Kannst natürlich auch zwischen rechts und links hin und her wechseln, wenn du willst, aber. Ich will halt vor allem, falls der Ogre kommt, vorsorgen. Ja. You shall not pass! Ach ja, und wir müssen gucken wegen den Servern, dass das auch klappt. Ich glaube, ich wechsle gerade mal die Waffe. Aber die Wyverns werden noch gut abgefangen, oder? Obwohl, jetzt nicht ganz. Jetzt wird der Kristall angegriffen. Verdammt. Wird hier immer runtergeschubst. Die bösen, bösen Kinder. Wow. Was war das gerade für ein Blitz? Der ist vielleicht... Draußen war ein Dreifachblitz. Ein Dreifachblitz hintereinander. Ja, du hättest vielleicht, wer ist es nochmal? Die Ballisten so stellen sollen, dass sie hinterm Kristall oder auf den Kristall drauf zielen. Ja. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Fürs nächste Mal merken wir uns das. Ja. Also hier sieht alles gut aus. Und okay, die schon wieder angegriffen wird, die. Bei mir auf der Seite. Oh, die verlieren doch ordentlich an Leben, die Britzeldinger. Mein Gott. Ja, man muss einfach sagen, dass die Verteidigungsanlagen des Kriegers bzw. der Countess einfach besser sind. Ja, die sind besser. Der Ogre ist da. Ich hab Augen offen, da ist er. Und drauf. Was, soll ich auf den Ogre gehen oder was soll ich machen? Kannst du machen. Oder lass du drauf gerade? Ich lass drauf, ja. Aber trotzdem, der hat immer noch 26.000 Leben. Und ich bin wieder da. Wo ist der Ogre? In der Mitte und floppt. Oh, okay. Das Problem ist, die Ballista kriegt was ab von deiner Schläge. Geh aber nicht drauf. Das wäre nicht so gut. Okay, das geht nicht auf Dauer gut. Und der ist down. Und die Erde wackelt. Na, ja, wir haben es gleich. Oh, und das war's. Sehr schön. Ich finde, das haben wir souverän gemeistert. Ja, sehr souverän. Die Mannschaft hat gut zusammengehalten. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich gehe mal jetzt ein bisschen darauf, dass meine Türme auch ein bisschen aushalten oder so, ja? Ja. Das ist mir jetzt irgendwie lieber. Und jetzt werde ich die Fußballrhetorik sein lassen. Passt ja gerade so gut, nicht mehr? Passt ja gerade so gut, genau. Und ich gucke mir ein bisschen Gegenstände an, wobei doch da. Vielleicht sollte man mal eine Umfrage starten. Wer denn von unseren Zuschauern auch noch die WM verfolgt? Bestimmt ganz viele. Bestimmt ganz viele, ja. Also ich verfolge die WM größtenteils. Größtenteils. Tavano, du?
Ja, also zumindest das Spiel hier jetzt gestern, also das Spiel. Was war das jetzt? Deutschland gegen USA. Die Entscheidung fürs Achtelfinale habe ich mir angeguckt. Ich habe das Spiel gegen Ghana gesehen. Ich habe aber nicht alles gesehen. Auch nicht, also nicht unsere Spiele alle und erst recht nicht alle Spiele, die es sonst so gibt. Aber muss man ja auch nicht alles gesehen haben, zumal Fußball nicht so das Spannendste für mich ist. Aber ja, bei der WM kann man sich doch mal antun. Oder bei einer EM, so gesehen. Man kann es sich mal antun, ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gut, an der Stelle beschieße ich dich noch ein bisschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und nächsten Mission wieder von Dungeon Defenders. Auf Wiedersehen. Bis dann.